Heute machen wir was über den Doppler-Effekt und über Leslies. Ihr kennt sicherlich das Phänomen aus dem Straßenverkehr, dass wenn ein Auto auf euch zukommt, klingt es heller und wenn es vorbeifährt, wird der Ton so dunkler. Und zwar muss man sich das so vorstellen. Schallwellen werden jetzt nicht wie eine Wasserpistole aus dem Auto rausgeschossen. Das heißt, wenn einer aus dem Auto die Wasserpistole raushält und auf euch schießt, dann ist er auch schneller, der Strahl. Der kann euch dann das Auge ausschießen. Ne? Bei den Schallwellen ist es aber so, die hinterlässt das Auto in der umgebenden Luft und die Luft steht still. Und das kann man sich vielleicht hier an Wasserwellen deutlich machen. Wenn ich die so reinmache, seht ihr, machen wir das Fenster wieder zu, seht ihr die Wellen? Die haben eine feste Geschwindigkeit, die Wellen. So. Mann. Er hat die Fresse. So, seht ihr das vielleicht, die Lichtbiegung hier, die Wellen? So, wenn ich jetzt während der Bewegung den Stopp das mache, das interessiert die Welle gar nicht. Die bleibt immer gleich schnell. Mach nochmal. Ne? Guck mal, entweder ich stehe hier, Auto steht. So wandert die Welle. Jetzt nehmen wir mal an, das Auto fährt schnell. Die hinterlässt dann die Schallwelle in der Luft und ob sich das Auto jetzt steht oder wegbewegt oder auf den hier zukommt, diese Wellen ballen sich immer gleich aus in dem Wasser. Aber es ändert sich Folgendes. So, ich habe hier jetzt einen Wellenberg und jetzt nehmen wir mal an, ich eile den Wellenberg hinterher. Der wird da nicht schneller, aber Schall ist ja eine Dauererregung. Das heißt, ich mache den nächsten Wellenberg sofort hinter dem, der schon vor mir vorauseilt. Dann müsst ihr euch das vorstellen, die Abstände zwischen den Wellenbergen, das ist praktisch die Tonfrequenz. Und wenn ich jetzt dem hier hinterher eile, dann habe ich geringe Abstände, das ist der helle Ton. Und jetzt nehmen wir mal an, ich stehe hier und der bewegt sich von uns weg. Dann werden praktisch die Abstände zwischen zwei Wellenbergen werden dann größer. Und weil sich praktisch der Wellenberg, der hier auf den Zuschauer zukommt und hier der Punkt, wo es immer erregt wird, das zieht sich auseinander. Jetzt sind die Abstände zwischen zwei Wellen, die immer noch wie die Schallgeschwindigkeit mit gleicher Geschwindigkeit hier auf eine Person zukommen. Aber die Abstände sind jetzt größer zwischen zwei Wellenbergen, die hier ankommen. Und das ist der tiefe Ton. So. Und jetzt ist jemand vor 60, 70 Jahren auf eine ganz verrückte Idee gekommen. Was ist, wenn ich einen Lautsprecher rotieren lasse? Und das ist dieser berühmte Leslie-Effekt. So, das ist dieses schöne Flimmern. Werfen wir mal einen Rick da herein. So, die letzte Schraube noch aufmachen. So, guckt euch das mal an, da dreht sich was drin. Jetzt machen wir die Geschwindigkeit mal langsam. So, das ist ein Trichter. Da innen drin sitzt der Lautsprecher. So, hinter der Trommel sitzt der Lautsprecher. Und der Ton
Der wird ja durch den Trichter umgelenkt. Jetzt, wenn wir den Trichter sehen, kommt der Ton auf dem schnellsten Weg auf uns zu. Und nach einer halben Umdrehung wird der Ton aber nach hinten abgestrahlt. Dann erreicht uns der Ton. Der wird dann nach hinten geschleudert und das ist dann dieser Doppler-Effekt, wie wenn ein Auto sich wegbewegt. Gleichzeitig kommt aber noch das, was von vorher auf uns zukommt und das, was von hinten ist, das überlagert sich auch noch ein bisschen. So, dann gucken wir uns mal an, das ist ein bisschen kompliziert, wie der Leslie-Motor funktioniert. Der ist fast bei jedem Leslie gleich. Wir haben hier, das ist der Motor für langsame Geschwindigkeit. Anders. Kannst du mal die Taschenlampe da vom Werkzeugbrett holen? So, der mit der langsamen Geschwindigkeit, der hat hier diese Achse und die dreht sich als kleiner Punkt hier das Gummirad, das da ist. Da hängt doch eine Taschenlampe, Mann. So, das heißt, wir haben eine sehr kleine. Brauchst du nicht. Seht ihr, das Gummirad dreht sich langsam, weil diese dünne Achse hier eine sehr große Übersetzung hat auf das große Rad. Und die Welle mit dem Keilriemen, die ist auf dieser zweiten Achse mit dem großen Gummirad. Jetzt haben wir die langsame Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt auf schnell umschalte, wird der Motor abgeschaltet. Gleichzeitig wird durch eine Feder, ihr habt das gesehen, wird der hier rausgedrückt. Und jetzt ist an dieser Welle mit dem Gummirad ist nochmal ein Motor. Und der dreht sich aber halt jetzt mit seiner Motorgeschwindigkeit an dem Gummirad. Und das ist der Schnelle. So. Schnell und langsam, da seht ihr auch, wie das hier so hin und her hüpft. So, langsam. Schnell. Und manchmal, wenn so ein Leslie schon alt ist und lange steht, da muss man hier die Achsen ölen. Und es gibt eine Stellschraube, wo man ein bisschen den Winkel hier von diesem Joch verstellt. Und dadurch ändert sich die Stärke des Andrucks von dieser Achse an dem Gummirad. Das muss man ganz fein justieren, weil der ist ziemlich schwach hier, der Motor. Entweder er macht gar nichts oder er wird gebremst. So, dann vergleichen wir jetzt mal. Jetzt wieder die Kamera halten. Jetzt vergleichen wir mal dieser Leslie-Effekt. Das ist praktisch eine Schallquelle, die sich auf euch zubewegt und wegbewegt und zubewegt und wegbewegt. Wir haben ständig hoch und tiefer geht der Ton. Gleichzeitig haben wir so ein bisschen so Filtereffekte. Und gleichzeitig haben wir noch eine Überlagerung von dem Originalsignal und diesem geschleuderten Signal, was als drittes dann noch so Kammfiltereffekte erzeugt. Jetzt haben wir nochmal das Leslie mit der Gitarre. Und dann schalten wir hier mal um. Aus. Jetzt wird es langsamer. Wir haben bei der langsamen Bewegung hören wir nicht mehr den Doppler-Effekt. Aber dadurch, dass das Ding mal auf uns zuhält und mal nicht, haben wir so einen leichten 3D- und Tremolo-Effekt. Das heißt, wenn man das Leslie simulieren will, muss man die Sachen, das habe ich in dem Video Superchorus auch schon erklärt, die Geräte entsprechend anders umstellen. So. Und jetzt gehen wir mal in, was habe ich denn jetzt gemacht? Moment. So, das war das Leslie. So hört sich das neutral an. Jetzt mal
mache ich einen Chorus an. Jetzt schalte ich den Chorus mal. Jetzt kommt noch ein Phaser dazu. Wird der Sound komplexer, da wird die Simulation besser. Ein Chorus alleine klingt noch zu langweilig. Die Geräte werden genauer erklärt in dem anderen Film Super Chorus, Jojo Super Chorus. Ich habe hier noch ein bisschen nachgebessert. Man kann den Chorus jetzt da, den Phaser dahinter oder davor schalten und so wie er jetzt ist, laufen diese beiden Effekte parallel. Das gibt nochmal ganz super viele Klangnuancen, wenn man hier auch an dem nachgerüsteten Intensregler was macht. Und jetzt gucken wir uns mal andere Lesties an. Es gibt noch aufwendigere. In diesem hier gibt es für die Bässe und für die Höhen einen eigenen Verstärker vor dem Basslautsprecher. Haben wir hier wieder so eine Trommel, die sich dreht. Man sieht den Filter jetzt nicht so schön, weil da so ein Bespannstoff vor ist. Die Höhen werden in einem mega starken Druckkammer-Hochtöner ausgeblasen. Und auf diesem Ding sitzt einfach hier, hier werden die hohen Frequenzen reingeblasen, aus dem Trichter kommen sie dann raus. Das ist einfach hier ein Stück Plastiktrichter, dann hier mit dem Antriebsrad, dass ich das drehen kann. Und dann, wenn das dann angetrieben wird, dann dreht er so. So werden dann die Höhen rumgeschleudert und die Bässe werden hier wieder mit dem Trommelprinzip. Also die Mitten und die Bässe werden durch das Trommelprinzip durcheinander gewirbelt. Dann haben wir hier noch ein anderes Leslie. Hier haben wir zum Beispiel die Trommel nur bei den Mitten und Höhen. Der Basslautsprecher macht wirklich nur die tiefen Bässe. Der hat jetzt nicht mehr eine extra Trommel. Da wird man es auch nicht mehr so stark hören. Und wenn man es nochmal brillanter haben will, kann man hier nochmal feste Hochtöner zuschalten. Und was ich am wenigsten empfehlen kann, ist ein Leslie. Die sind aber sehr kompakt. Die gibt es zum Beispiel von Yamaha, haben so ein ganz super schickes Chromgestell und sind viel kompakter wie hier so eine Riesenbox. Aber da haben wir diesen Leslie-Effekt wirklich nur auf den Höhen. Und dann gibt es einen großen Bass- und Mittenlautsprecher, der keine Trommel hat. Und da merkt man im Soundvergleich, dass die Leslies, wo der komplette Sound verwirbelt wird, das klingt dreidimensionaler und fetter. Und das andere ist eher eine Vereinfachung, wenn man nur die Höhen so verwirbelt. Okay, jetzt habt ihr was über Leslies kennengelernt, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.